Brohead und ich haben uns dafür entschieden, um 0.40 Uhr doch noch ein bisschen Roast zu gehen. Ohne Verdeck, komm in dein Versteck. Ich war broke, keiner OC und mein Bro verkauf ich nicht. Ein dicker Junge geworden, ne? Mashallah. Wir sind gerade gefühlt an der krassesten Tankstelle, die ich in meinem Leben hier gesehen habe. Du gehst hier rein, 55 Cent, so eine ganze Packung 1,60, 35 Cent. Wir haben gerade für Taxi 3 Euro bezahlt. Wir haben 1 Uhr morgens, die chillen hier einfach Restaurant. Digga, ich sag zu Abo, ich will nicht so viel essen, ich will nur so ein kleines Stück dieses Tiramisu oder wie heißt das? Tiramisu. Müssen wir wirklich da lang? Ja, ich glaube, wir müssen da lang. Ja, Abo, lass uns links holen. Ey, es ist so wunderschönes Wetter, ne? Was denn bekommen? Für manche gibt's. Der Gully ist einfach offen. Fährst du da einmal rüber, dein Auto ist total schaden bis zum Lebensende. Guck mal. Erzähl mal, wo Rohat ist. Immer noch im Zimmer schlafen. Rohat! Wie nervig, wir müssen los, die warten unten. Ja, wir warten. Dann sollen die warten. So, Rohat ist hier drin, er macht nicht auf, aber wir kriegen das anders hin. Spreitenberg. Den Einbrecher vom Berg. Der Herr schläft doch, ich konnte 1 Euro und Schuhe entwenden. So, wir sind jetzt hier in der größten Mall Kosovos. Das ist die hier. Ich hab richtig Bock. Die Parkgarage ist komplett voll. Das heißt, es wird drinnen komplett übertrieben voll sein. Einfach Rossmann. Ich glaube, Rossmann gibt's schon gar nicht mehr in Deutschland, oder? Ist ja alles DM geworden. Er guckt sich das schon, glaube ich, 20 Minuten an. Ich glaube, da ist dieser Travis Scott drauf oder so wahrscheinlich. Die haben nur XXS, Digga. Also das von hinten? Die haben nur XXS. Zeig mal von vorne, bitte. Boah, das sieht gut aus. Wir haben jetzt ungefähr 15 Minuten auf ihn gewartet und er ist mit leeren Händen rausgekommen. Ja, du bist in 10 verschiedenen Läden, ja. Aber jedes Mal auch 5 Minuten. Ja. Du kommst auch nur nichts raus. Ja, weil mir nichts passt. Mir hat das auch nicht gepasst. War echt nicht? Bruder, ich hatte nur XXS und XS. Vor 6 Monaten hättest du das tragen können, Rohat. Is this for men? Ja. Aha, er sagt ja. Aha, gut. Digga, du hast gerade die ganze Zeit gesungen, ich bin zu fett, um mein Handy zu finden. Das habe ich gesungen? Ja. Was? Ja, okay, das stimmt. Wir laufen hier die ganze Zeit rum, schon seit 2 Stunden. Es gibt wirklich keinen einzigen, wir waren in jedem Laden gefühlt, kein Hemd in meiner Größe. Schaut ihr, was Breitenberg für einer ist. Er sagt, ich soll den Mann fragen, ob wegen Oberteil einer auf den, weil er auch so ist wie ich, Bruder. So ein komischer Junge. Aha, das ist ja Korall. Wollen wir mal gucken, ob wir einen Ball bekommen? Stopp. Nein. Ja. Ja. Oh mein Gott. Nein. Nein. Doch, Bruder. Ja, okay. Ich, mit dem Geld hätten wir schon 10 Bälle kaufen können. Guck mal jetzt. Guck jetzt, Bruder. Hab ich hier empfangen? Oh, Mann. Ja, gut, Bruder. Lass uns mal einen Ball kaufen gehen. Was ist das, Mann? So, alle stehen jetzt auf. Norbert weiß noch nicht, dass es losgeht. Zu spät, ne? Aber du hast mich nicht gesehen, ne? Nee. Ehrlich nicht? Hä? Wir sind jetzt schon in Podojev. Auf jeden Fall eine ganz andere Stadt. Viel enger alles beieinander so. Robert schläft da hinten immer noch. Da ist er. Der ist nicht normal. Der schläft von 10 Busfahrten, 10 Busfahrten. Schnell läuft. Ja, Bruder, er hat sich hingesetzt. Das ist eine Kunst, Bruder. Warte, das ist auch eine Kunst. Er macht einfach so, hey, Alter, was geht, Jungs? Ich bin ein bisschen müde, ich schlafe jetzt. Boah, die warten alle gerade auf den Bus. Das ist heftig. Rohat, warum sind Sie hier drin, ne? Das war draußen. War's, ne? War anstrengend, oder? Bruder, der hat die ganze Zeit geschlafen, ich weiß, warum der kaputt ist. Ich dachte, die haben Arzt alle ausgebucht. Was ist aber da passiert, Arzt? Bruder, Abu steigt aus dem Bus und ich bin natürlich ein bisschen später als er ausgestiegen. Und die haben alle geschrien, Abu. Und ich bin genau bei dem Buu ausgestiegen. Ich dachte, die buhen den alle aus. Ich komme so raus, alle so als Abu ausgestiegen ist. Buu. Wallah, du hast geschlafen. Du siehst aus, als ob du nicht geschlafen hättest. Immer noch normal frisch. Ja, ja. Ganz komisch. Hast du geschlafen, oder? Du hast ein bisschen geschlafen, ne? Das war mein Schlaf von gestern auf heute.
Einen wunderschönen guten Tag, ihr kleinen Pendejo de Mierdas, que liberas mentirosos. Wir sind gerade im Bus mit Zuna und Tazek ist gerade nicht da, aber hier ist noch der Dani. Wir wünschen euch eine schöne Reise und haltet die Fresse, es wird laut. Guten Tag, meine Freunde, Salam Aleikum. Wir landen gleich in Afrika. Unten gibt es Fufu zu essen, lecker Restaurant, auch Pommes und gebratene Kartoffeln. Sehr lecker essen. So, nächste Stadt. Wie heißt die Stadt nochmal? Ferizai. Bitte guck mal, wo die hier stehen. Vor dem Laden von diesem Typen. Boah, der guckt so böse. Der ist so sauer. Oder wie findest du das gerade? Krass, ne? Heftig, ne? Die werden zerdrückt und sowas alles da. Ja, ist normal. Das ist nicht normal, aber normal für die. Okay. Was sagst du noch dazu? Mach mir mal nach, bitte, Robert. Mach mal so. Mach mal bitte. Mach mal so. Spieß. Warum machst du das? Guck mal, ihm passt das. So, wir sind jetzt in der Innenstadt in Pristina, so wo die ganzen Bazarläden und so weiter sind. Rohat ist dorthin mit Albi im Friseur. Ich suche immer noch vergeblich nach einem Hemd. Ich denke, das wird auch bei vergeblich bleiben. Einfach aus wie vorher, der Bruder. Was hast du jetzt gemacht genau, Bruder? Komm noch, Endresultat. Und warum saßt du jetzt ungefähr 25 Minuten auf dem Stuhl? Okay. Das ist der beste Eistee, den ich mein Leben getrunken habe. Wir sind gerade im besten Restaurant angeblich. Wie heißt das? Sense. Ja. Wir haben einfach den albanischen Rohat getroffen. Albanischen Rohat. Bei dir ist jeder, der Locken hat, sieht aus wie ich. Das würde ich sagen, als würde jeder, der mit Bart rumläuft, sieht aus wie du. Na, aber Bruder, das ist schon was anderes. Das ist schon wirklich zwillingsmäßig. So, das ist nur die Vorspeise. Gegrillter Käse, Pilze, Börek, Salat, Kartoffelsuppe. Also ich hatte ja Chicken, Kartoffel, Zitrone. Robert hat diese Empfehlung von Albi. Und das ist diese übertrieben heftige Bolognese Spaghetti. Die Fleischbällchen schmecken einfach Luxus Premium. Breitenberg hat Steak. Du? Nee, Dennis hat Lamm. Oder der war voll gerade noch der Teller. Also, hey, wie cool ist das Bild, Digga? Rohat ist immer mit den Kopfhörern unterwegs, der macht sie einfach rein und hört, redet nicht mit uns. Dann lass einfach hier drin bleiben, oder? Und, ja, lass hier chillen einfach. Und Breitenberg. Oder wir gehen jetzt hoch, Digga. Oh Mann. So, jetzt zeigen wir mal von draußen die 700 PS Monster. Soundcheck. Geht auf der Rückreise, Flughafen ist proppe voll. Ich weiß nicht, ob das so ist, weil das die gehen oder die kommen sind. Auf jeden Fall geht unser Flieger gleich um 11 Uhr und inshallah geht es alles schnell. Um 13.20 Uhr sollen wir landen. Assalamu alaikum, Kosovo. Was sagt sie, übersetzt mal? Wir wollen to remain free, but all our devices must be switched off for landing. Thank you. Wir sehen uns im Jenseits. Okay. Allah, der ist die ganze Zeit so angespannt. Er denkt, das bringt was, wenn wir abstellen, dass er sich ja festhält. Er fässt mein Knie an, ne? Er hält sich so fest, ich sag so, das bringt nichts, du Idiot. Ich sag zu mir, egal. Wir sind jetzt endlich im Auto und. Bist du krank? Was für ein Schaden, Digga. Wir sitzen jetzt im Auto und fahren endlich nach Hause und sitzen auch endlich wie normale Leute. Das ist so. Also meine Knie. Boah. Als hätte ich einen Typen 3 Stunden lang eingebracht. Ich schwöre, meine Knie zu. Warum? Okay, eine Frage, Jungs. Von 0 bis 10, wie war allgemein der ganze Trip dafür, dass es so kurz und knackig war? Wirklich, for real. Nicht, weil wir eingeladen wurden, sondern wirklich, ehrliche Meinung, 0 von 10, wie war der Trip? In Kosovo, allgemein. Interessant. Ich finde, guck mal, interessant hört sich an, als wäre es das größte Scheiße. Digga, das war so wie es. Uns schmeckt das Essen? Man sagen, kann es essen. Guck mal, ich muss sagen, es hat sich angefühlt, als wäre ich in der Türkei gewesen. Ja. Bisschen schon, ja.
und das noch mit den Leuten da, so war schon, war sehr cool. Die Leute vor Ort 10 von 10, das muss man ehrlich sagen. Also die Leute, muss ich auch sagen, habe ich richtig gefeiert. Die Albaner sind ein sehr chilliges Volk, so wie ich das bis jetzt kennengelernt habe. Auch Emre, Döni, Albi. Ja, die Jungs sowieso sind Gold, Herzensmenschen. Also richtig. Herzensmenschen. Er sagt einfach Döni. Du meinst Doni? Doni, ja genau. Er sagt Döni. Döni gesagt? Ja. Auf jeden Fall, kurz und knackig, zack, Freitag hin, Sonntag zurück. Nach 1 bis 10, Digga, keiner hat seine Antwort gegeben, er hat seine Antwort. Ach ja, stimmt. Ja, Bruder, wie ist denn jetzt ein bisschen, was soll das denn? Ich sage, es war eine stabile, letzte Tag, Ende, Bruder, war halt Abfuck so. In diesem Club, ich war noch nicht lange drin. Bruder, ich habe wie ein Stein geschlafen. Ja, ich wollte eigentlich mit Abu chillen, aber er wusste, dass ich auch halt. Weil Arte hat zu mir gesagt, Bruder, diese Abmoderation geht 100 Jahre. Ich sag, overall, das ist eine 9 von 10. Ja, schließe ich mich an, 9 von 10 passt. 9 von 10? Ja. Ich sag dir ehrlich, weil ich ja diesen. Also ich sag auf jeden Fall auch 9,5 von 10. Das Restaurant. Das Fleisch. Ja. Das war eine 100 von 10. Ja. Das Restaurant von AZ, das war eine 100 von 10. Und das sage ich auch ehrlich, wie es ist. Auch wenn das nicht seiner Familie gehören würde, das war das krasseste Restaurant, wo ich in meinem Leben je gegessen habe. Das Fleisch war so zart, dass man es mit der Gabel zerschneiden konnte. Das war krass. Also wirklich alles. Von Bedienung bis all. Du konntest das Fleisch mit Finger so. Ja. Es war einfach wunderschön. Die Kuh, die wir gegessen haben, dieses Steak, das wir gegessen haben, wir haben davor, eine Stunde davor noch mit der geredet. So frisch war das. Die hat sogar Gaming-Stuhl gehabt. Nicht diese harten Küchenstühle. Die Kuh hat einfach einen Joke gegen mich gebracht, dann habe ich sie allein geschafft. Weißt du welchen Joke? Sie hat gesagt, 24 Uhr hat.